Er ist ein genialer, aber schwerkranker Wissenschaftler. Brauchen Sie einen Arzt? Ich bin Arzt. Um sich selbst zu heilen, wagt er ein außergewöhnliches Experiment. Danach ist er nicht nur geheilt, er hat sogar übermenschliche Fähigkeiten. Aber das hat seinen Preis. Da ist etwas in mir, das will jagen und verlangt nach Blut. Tag zusammen, Jack Pop hier. Mit dem Start von Morbius verbindet Sony nicht nur verschiedene Spider-Man-Universen miteinander, sondern holt mit Jared Leto als Hauptdarsteller auch noch einen DC-Charakter rüber zu Marvel. Der ist also jetzt in beiden Comic-Film-Universen zu Hause. Wozu bin ich noch fähig? Und das ist großartig, denn damit können wir, nachdem wir hier auf dem Kanal schon Zombies behandelt haben, endlich auch über Vampire sprechen und die Frage beantworten, wie haut das eigentlich hin mit dem ganzen Bluttrinken? Das machen wir aber wie immer nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem Kriminalbiologen unseres Vertrauens, Dr. Mark Benecke. Mark kennt sich nicht nur mit den Toten aus. Mark ist nicht nur Präsident der transsilvanischen Dracula-Gesellschaft. Nein, Mark hat auch mehrere Bücher über Real-Life-Vampire geschrieben. Also Menschen, die sich als lebende Vampire fühlen und tatsächlich Blut trinken. Mark, willkommen zurück bei Science Science Fiction, die mit den besonderen Set-Ideen. Das ist wirklich geil hier, also kann man nichts sagen, ja. Halt auch. Hallo. Hallo. Bevor wir uns jetzt die Real-Life-Vampire anschauen, bleiben wir erstmal bei Morbius. Der ist ja durch ein wissenschaftliches Experiment zum Vampir geworden, mit Vampirfledermäusen. Und wir sehen ja im Film, dass er dann hinterher viel stärker ist, schneller ist. Der hat auch so eine Art Fledermausradar und er kann fliegen. Aber das Ganze hat halt einen krassen Nachteil. Er hat nämlich plötzlich tierisch Bock auf Blut. Das kennen wir von Vampiren, aber bei Morbius gibt es halt die Besonderheit, dass er ja quasi durch Wissenschaft entstanden ist. Er ist also ein lebendiger Vampir, Pseudovampir. Und da können wir dann deine Skills jetzt wieder mit einbeziehen und das Ganze mal biologisch betrachten. Was müsste sich denn in seinem Körper verändert haben, damit er jetzt Blut trinken kann? Also müsste sich der gesamte Stoffwechsel verändern, weil Menschen natürlich normalerweise so das übliche essen, was sie halt so essen. Aber im Blut hast du so eine Art dünne Limonade, die so ein bisschen Eiweiße enthält. Aber das, was sonst drin sein sollte in guten Getränken, nämlich Vitamine, Zucker und so weiter, das fehlt. Also du hast gar nicht schnelle Energie, die du daraus ziehen kannst. Und dazu müsste sich eigentlich sein ganzer Körper sehr schnell verändern, weil sonst würde er einfach an Energie mangeln. Sterben. Jetzt gibt es ja Tiere, die das machen. Vampirfinken gibt es, Vögel. Aber eben wie im Film, die Vampirfledermäuse, was machen die denn anders oder was ist bei denen anders? In einer Studie, die gemacht wurde, in der Vampirfledermäuse und andere Fledermäuse und auch andere Lebewesen verglichen wurden, hat man gesehen, dass die Vampirfledermäuse so springende Anteile in der Erbsubstanz drin haben. Das sind so kleine Stückchen, die heißen Transposons, da gab es sogar einen Nobelpreis für, als sie entdeckt wurden. Und die sorgen dafür, dass sich das Erbgut schneller mischen kann. Das heißt, du kannst also schneller dich an Umweltveränderungen anpassen, einerseits, also an andere Lebensräume, aber auch daran, dass wenn du Blut trinkst, du natürlich vielleicht viele Erreger, Viren und alles Mögliche mit aufnimmst. Also es wäre eine Stoffwechselveränderung und gleichzeitig eine richtige Erbsubstanzveränderung, vielleicht durch diese springenden Anteile, denn so ist es bei den echten Vampirfledermäusen zumindest. Das heißt, er müsste quasi diese Parts von dem Genom übernommen haben oder selbst irgendwie so springende Parts in seinem Genom gehabt haben? Genau, das könnte ganz viel sein. Also er könnte selber schon einzelne von diesen springenden Bestandteilen der Erbsubstanz haben, die dann jetzt geboostert sind, die jetzt mehr springen. Das wäre auch durchaus vorstellbar. Das ist biologisch möglich. Es könnte sein, dass sich die ganze Erbsubstanz irgendwie umgebaut hat. Es könnte sein, dass das übernommen wurde durch etwas, was er eingenommen hat. Oder durch Strahlung würde das auch gehen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Können die Zuschauerinnen und Zuschauer ja mal selber zu Hause ausprobieren. Dann müsste das ja aber wahrscheinlich alle seine Körperzellen betreffen, oder? Ja, auf jeden Fall. Es gibt zwar auch in der Natur häufiger mal sogenannte Chimären, also da hast du verschiedene Sorten von Zellen in deinem Körper, aber eigentlich müsste der Großteil der Zellen davon jetzt betroffen sein und da hast du recht, das ist sehr, sehr, sehr schwierig, aber im Film ist natürlich alles möglich. Ja, das stimmt. Und das haben wir auch schon mal für euch besprochen, nämlich in unserer Radioaktivitätsfolge. Auch da geht es um Superheldinnen und Superhelden, die durch Strahlung plötzlich alle Körperzellen verändert bekommen. Die verlinke ich euch mal hier oben. Aber wenn das jetzt nicht so realistisch ist, Marc, gibt es ein Workaround? Sind noch andere Sachen möglich, die ihr von den Fledermäusen übernommen haben kann? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich könnte man die Bakterien im Körper, also im Darm hast du ja mehr Bakterienzellen und auf der Haut, als du eigentliche Zellen hast, als Mensch Menschenzellen, als Fledermaus Fledermauszellen. Also du hast richtig viele Bakterienzellen und die müssten jetzt auch angepasst sein auf diese Blutmahlzeiten. Also die Bakterien bei den Vampirfledermäusen, die können halt
die Vitamine, die Eiweiße, Zucker und so weiter halt aus dem Blut so herstellen, dass sie verfügbar werden, weil Blut, wie gesagt, eine relativ dünne Limonade ist. Und diese Bakterienumstellung, die ließe sich wahrscheinlich sogar leichter machen, indem derjenige dann einfach die Bakterien isst und der Körper sich darauf einstellt. Okay, das heißt also, Morbius müsste entweder sein komplettes Genmaterial anpassen in diesem Prozess oder mindestens diese Bakterien übernehmen. Oder beides. Es ist natürlich schwierig, denn viele von den Bakterien, die die Vampirfledermäuse jetzt haben, um für ihre Ernährung zu sorgen, würden uns und den Morbius in seinem Ursprungszustand vielleicht auch krank machen. Also ist schon ein dickes Brett, was er da bohren muss. Was haben Sie mit sich gemacht, Doktor? Ich wünschte, ich wüsste das. Offensichtlich findet der Film eine Lösung dafür. Marc, wenn wir jetzt in diesem direkten Fledermausvergleich bleiben, wie viel Blut müsste denn Morbius dann immer so trinken? Ja, die sind ja eigentlich ganz fuzzi, die Vampirfledermäuse. 50 Gramm wiegen die und die trinken aber ungefähr die Hälfte ihres Körpergewichtes, so alle 3 Tage. Also 25 Milliliter sind das. Tja, kannst du mal rechnen. Ja, Morbius ist laut Internet so 77 Kilo wiegt er. Also wir sagen, die Hälfte des Körpergewichts, dann wären das ja fast 40 Kilo, also 40 Liter, fast 40 Liter Blut. Ja, also wenn du das mal umrechnest, dann müsste er so, vor allen Dingen das Gehirn braucht ja viel Energie, die meisten Menschen wissen das gar nicht, das braucht unheimlich viel Energie, dann müsste er so jeden Tag 2 Leute, morgens und abends, einen erwachsenen Menschen leer saugen und töten wahrscheinlich. Also man müsste sich besser von ihm fernhalten, nicht wahr? Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Und er versucht ja eigentlich auch dagegen anzukämpfen und das Richtige zu tun. Wie nehmt ihr denn Morbius wahr? Als Schurken oder als tragischen Antihelden? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Bist du hier, um die Welt zu heilen oder um sie zu vernichten? Was ich mich noch gefragt habe, wenn man jetzt Blut trinkt, dann holt man sich doch eigentlich die ganze Zeit Krankheiten rein. Also wie machen das die Vampirfledermäuse, dass sie da nicht permanent Infektionen haben? Das stimmt wirklich. Die haben ein extrem gutes Abwehrsystem körperlich. Also ich kenne kaum ein besseres Abwehrsystem als bei den Fledermäusen und bei den Vampirfledermäusen. Die sind zum Beispiel gegen diese Retroviren fast unempfindlich. Also zum Beispiel HIV, was dann AIDS erzeugen kann, das tut denen gar nichts, aber auch andere Retroviren nicht. Und was dazu kommt ist, sie haben auch noch eigene Schutzbakterien, die sie gegen Erkrankungen schützen können. Das haben wir Menschen alles gar nicht. Also die sind sehr, sehr gut geschützt. Mhm. Und da spielt ja dann wieder ihr spezielles Genom eine Rolle. Das heißt, das könnten wir dann wahrscheinlich auch wieder nicht so richtig übernehmen von denen. Ja, wir müssen alles übernehmen. Wir müssen unsere Zellen ändern, wir müssen unsere Bakterien im Körper ändern, wir müssen das Zusammenspiel der ganzen Bakterien und der Erbsubstanz ändern. Also das wäre ein Riesending. Also ich meine, vielleicht funktioniert es ja. Ich meine, wir können ja mal in unserem Geheimlabor hier Experimente machen. Ja, mal schauen, wie viel Erfolg wir damit haben. Aber Marc, wenn das nicht klappt und auch gar nicht so funktioniert wie im Film, wenn wir als Normalos jetzt anfangen würden, Blut zu trinken, was würde das mit uns machen? Funktioniert nicht so gut. Also Blut ist super salzig. Normalerweise hast du 4 Milligramm Natrium, also Kochsalz, in 100 Milliliter Wasser. Aber im Blut ist es fast das 200-fache, 850 Milligramm. Und das könnte der Grund sein, warum den Menschen, wenn sie Blut trinken, normalen Menschen, nicht genetisch verändert und so, super schnell schlecht wird. Also erstmal ist es total salzig. Das würde dann Wasser aus deinen Zellen ziehen. Du würdest dann so wie austrocknen, bei lebendem Leib und gleichzeitig würde dir super schlecht werden. Okay, also können wir festhalten, Blut trinken, wenn ihr nicht Michael Morbius heißt, keine so gute Idee. Gut, so eine Verwandlung wie bei Morbius, die rückt in weite Ferne. Aber es gibt ja auch in der realen Welt Menschen, die Blut trinken. Real-Life-Vampire nennen die sich. Und eine Kollegin von uns vom Y-Kollektiv, die hat 2 von ihnen getroffen und war auch direkt beim Bluttrinken mit dabei. Also es hat sehr wenig mit dem fiktionalen Vampir zu tun. Es sind einfach nur gewisse Ähnlichkeiten, die aufeinandertreffen. Eben, wenn man es auf den geringsten Nenner zusammenbricht, dann ist es einfach, wir trinken Menschenblut und haben ein Bedürfnis danach. Marc, du hast gesagt, die sind eigentlich gar nicht so öffentlichkeitsliebsam, sind eher ein bisschen scheu. Wie nimmst du diese Szene wahr? Du kennst sie gut. Ja, es war unheimlich schwierig, die Menschen zu finden, weil sie wirklich einfach so unscheinbar sind, was übrigens auch dazu beiträgt, dass sie sich manchmal für Vampire mit merkwürdigen Eigenschaften halten, weil sie auch echt übersehen werden. Ich habe die am Anfang auch übersehen. Aber sie haben dann am Ende mit dir geredet, du hast ein Buch drüber geschrieben. Wo kommt das Interesse her? Wie bist du da rangekommen?
Ich fand das einfach spannend, weil unter anderem meine Nachbarin in New York, die hatte so eine Vampir, so eine Fanclub war das eher. Und so habe ich mich da langsam rangearbeitet und habe dann von den Real-Life-Vampiren gehört und fand das sehr, sehr spannend. Und dann habt ihr hier in Leipzig übrigens das erste Mal dann die größte Gruppe, die es gibt in Europa, getroffen. Und du hast so einen Fragebogen entwickelt, ne, um ein bisschen mehr über die Szene rauszufinden. Was waren da für dich die wichtigsten Erkenntnisse? Also was sind so diese Eigenschaften, was macht die jetzt zu Vampiren? Also die Selbstbeschreibung der Menschen oder der Vampire ist sehr interessant. Das ist Lichtempfindlichkeit, aber auch Schlafstörungen, also alles, was man so wirklich bei so einem Filmvampir auch vermuten würde, aber auch schnelle Wundheilung. Also sie sind der Meinung, dass ihre Wunden schneller heilen. Das fand ich wirklich sehr verblüffend. Alle, die dir da Auskunft gegeben haben, die haben ja auch gesagt, dass sie selber Blut trinken. Wie haben die das beschrieben? Das Bluttrinken wird als Notwendigkeit beschrieben. Also die meisten fühlen sich total unwohl, wenn sie es länger, sagen wir mal 2, 3, 4 Wochen nicht trinken. Dann können sie nicht gut schlafen, dann werden sie unruhig, können sie auch wütend werden oder niedergeschlagen. Also es war sehr auffällig, dass das was Ernstes ist und nicht so irgendwas Nachgespieltes oder so. Und jetzt haben wir in dieser Reportage gesehen, dass die tatsächlich so Menschenblut trinken. Ist das gang und gäbe oder greifen die auch manchmal auf Tierblut oder so zurück? Nein, überhaupt nicht. Also es gibt in der Mittelalterszene manchmal Leute, die so Tierblut aus Humpen trinken, weil das vielleicht früher mal üblich war. Aber bei den Real-Life-Vampiren gibt es das gar nicht. Da ist das frisches, warmes Menschenblut, auch nicht eingefroren, auch nicht gemixt mit irgendwas anderem, sondern einfach so frisch und direkt, wie es nur irgendwie möglich ist. Und wenn du sagst, es gibt da auch so eine Art Leidensdruck, ne, dass denen nicht gut geht, wenn sie sich trinken, muss man da Angst haben oder werden die übergriffig? Also ich habe das selber noch nie erlebt, ich habe auch davon noch nie gehört. Allerdings haben einige in unserer Studie berichtet, dass sie schon mal unter irgendeinem Vorwand jemanden so ein bisschen verletzt haben, um an das Blut zu kommen. Aber ich selber denke, das ist so selten, dass selbst ich es noch nie mitbekommen habe. Und es gelten vor allen Dingen auch Grundsätze, die auch sehr auffällig sind. So eine Art von Freundlichkeit miteinander reden, die es auch im BDSM-Bereich gibt. Das heißt also safe, sane and consensual, also bei gesundem Menschenverstand nur nach voller, man würde im Krankenhaus sagen, nach voller einvernehmlicher Aufklärung und anders passiert es nicht. Also steht niemand mit einer Axt hinter einer Brücke, was auch damit zusammenhängt, dass die Menschen sich auch mögen wollen. Also es geht auch gar nicht um irgendwelche zufällig blutenden Menschen, das finden die Vampire nicht interessant. Und wie finden die sich dann gegenseitig? Also es sind einfach soziale Netzwerke, die sind natürlich ein bisschen verschlossen, aber jetzt auch nicht super geheim. Das reicht von reinen Netzwerken zum reinen Blutaustausch bis zu wirklich sozialen Netzwerken, wo die meistens dann auch noch 90% der Zeit irgendwas anderes machen, ja, basteln und quatschen und sonstige Sachen. Und wie viel Blut trinken die dann so? Welche Mengen, kann man das sagen? Ja, die Mengen sind meistens wirklich unheimlich gering. Also das ist da wirklich wie so ein Schnapsgläschen oder so. Ich habe aber auch schon Vampire erlebt und Vampirinnen, die dann sozusagen das als Ehrensache ansehen, viel Blut zu trinken. Aber das ist eine ganz seltene Ausnahme. Und jetzt haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, dass man mit Blut tatsächlich Krankheiten übertragen kann. Wie sind da die Regeln oder die Vorkehrungen dafür? Also normalerweise ist es so, dass das ganz offen abgesprochen wird, welche Krankheiten vorhanden sind oder welche Krankheiten eben auch nicht vorhanden sind, aber auch welche Vorlieben da sind, welche nicht da sind. Also das funktioniert alles sehr ruhig und vorsichtig und deswegen passiert da eigentlich nichts. Also das kannst du dir vorstellen wie beim Geschlechtsverkehr, ne? Da muss man halt auch miteinander reden beim Daten, ob der andere Geschlechtskrankheiten hat oder nicht. Und da musst du dich dann auch drauf verlassen oder dir halt einen Test zeigen lassen. Jetzt haben die meisten wahrscheinlich keine Fangzähne, zumindest nicht, wenn sie irgendeine Körpermodifikation haben. Wie kommen die an das Blut ran, praktisch? Genau, die Fangs oder die Fangzähne, die sind eher sowas, was man trägt als eine Art Schmuck. Die dienen nicht dazu, um das Blut zu gewinnen. Also fast alle, die ich kenne, machen das über Kanülen. Es gibt auch ein paar, die schneiden, aber grundsätzlich soll es halt nichts mit Schmerz und auch nicht so mit aufgeladenen sexuellen Handlungen zu tun haben, sodass das also meistens bei den Kanülen endet. Es geht halt um die Blutübertragung, um die Bindung, um das persönliche Einverständnis und das gemeinsame Erleben und das war es dann auch. Marc, wenn wir jetzt sagen, diese Auskünfte, das sind ja selbst Auskünfte und für uns Normales ist das auch wahrscheinlich super schwer, sich vorzustellen, wie sich das so anfühlt, so ein Vampir zu sein. Kann das auch provokant gefragt sein, dass die Leute sich das nur einbilden? Ja, es ist so eine dieselbe Art von Einbildung, die du hast, wenn du mit jemandem eine Verbindung eingehen willst, eine Bindung aufnehmen willst. Ich glaube, man kann sich das schon sehr leicht vorstellen. Viele Menschen haben Sehnsucht danach und das ist genau das, was durch das Blut jetzt passiert. Das Blut ersetzt das, was die sogenannten Normalos vielleicht durch irgendwelche alltäglichen Handlungen durchführen. Also wenn du mit deiner Freundin oder deinem Freund im warmen Sand unter dem schönsten Sternenhimmel mit dem leckersten Wein und am schönsten Tag deines Lebens sitzt, natürlich sind dann Botenstoffe in deinem Körper, die dich glücklich machen und die den Moment ganz besonders für dich machen. Das könnte man auch alles messen, das wurde auch schon gemessen. Aber
ich würde es nicht unbedingt reine Einbildung nennen, sondern es ist halt für dich persönlich durch die Botenstoffe, aber auch durch den Moment und einfach durch das Geflitter und Geglitzer ist es total ernst und wirklich. Was würdest du Leuten sagen, die sagen, das sind doch alles Spinner, bei denen stimmt irgendwas nicht? Ach ja, ich meine, es gibt ja unheimlich viele feste Überzeugungen. Ja, du kannst also irgendwie Kathedralen aus Streichhölzern bauen. Du kannst glauben, dass Menschen über Wasser gehen können. Du kannst irgendwen anbeten. Ich meine, das sind halt feste Überzeugungen. Und ich denke, das sollte ein Mensch oder eine Gesellschaft aushalten, dass Menschen halt sehr feste Überzeugungen haben, die für diese Personen ernst, wirklich angenehm und schön sind. Also fassen wir zusammen, so ein lebender Vampir, wie wir das bei Morbius sehen, den wird es wahrscheinlich im echten Leben eher nicht geben, weil wir unser komplettes Genom verändern müssen, damit wir Blut trinken können, um davon zu leben. Aber die Real-Life-Vampire, die sind ja schon da und da hängt es einfach so ein bisschen von unserer Toleranz und Aufgeschlossenheit ab, wie wir gemeinsam mit diesen Vampiren unter uns leben wollen. Ich bin Venom. War nur ein Scherz. Ich bin Dr. Michael Morbius, stets zu Diensten. Marc, vielen Dank fürs Erklären. War mir eine Freude. Und ihr, schreibt doch mal bitte, wie ihr diese Folge fandet. Lasst einen Kommentar dazu da. Und vergesst bitte auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Dann können wir uns nämlich ganz bald wiedersehen. Ich würde mich drauf freuen. Bis dahin. Tschüss. Liebevolle Berührungen. Wir sind schon ein Team, das sich sehr gut kennt. Auch mal näher. Arbeiten jetzt auch schon ein Jahr zusammen. Das ist der echte Leipziger Südfriedhof. Die Stadtverwaltung Leipzig sind einfach die coolsten. Und du fandest es ein bisschen gruselig, hast du vorhin gesagt. Ja, ich habe Angst im Dunkeln. Und ich habe keinen Bock nachher hier im Dunkeln zum Auto zu laufen. Zu spät? Natürlich ist es schwierig, dass jetzt alle Körperzellen verändert sein sollen. Also jede einzelne Zelle, das dürfte... Ist so geil. Eigentlich ist geil.